Aber auf jeden Fall, was wir auch brauchen, sind Bäume und Holz. Rein theoretisch dürfte hier ja auch keiner mehr. Naja, gut, die Seite müssen wir hier noch ein bisschen abroden. Dann kann wirklich keiner mehr rein. Beziehungsweise reinspringen. Ah, ich sitze schon wieder so blöd, dass meine Füße wehtun. So, Baum fällt. Na, ich bin schon mal gespannt, wie das wird, wenn wir auf Wanderschaften gehen. Ah, okay, das macht er gleich dann, okay. Hallo? Früher das nämlich gleich dorthin gemacht, also nicht dorthin gemacht, wo ich gestanden bin, sondern einfach am Anfang irgendwo hingesetzt und ja. Na, mal gucken, ob. Ja, die Tür ist fertig. Super. Aha, so kann ich zumachen und so kann ich dann durchgehen. La la la. Und wenn ich will, mache ich es zu und keiner kann durch. Das ist gut. Das ist insofern gut, weil dann kommen nämlich auch die lieben Kannibalen hier nicht mehr durch und rein. Das ist insofern gut, weil dann kann ich nicht nur hier einen Ausgang machen, da mache ich dort hinten nämlich, da mache ich auf jeder Seite einen Ausgang. Dann mache ich hier auch einen. Weil wenn man den eh zusperren kann, ist ja das gar nicht mal so doof. Perfekt. So, na gut, dann heißt es jetzt wieder Bäumchen fällen und Bäumchen fällen. Wir brauchen noch 122, das ist ein bisschen viel. Aber das werden wir auch noch schaffen, oder? Da werden wir auch noch schaffen. Augen zu und durch. Ah, das wird so schön werden, das sage ich euch, Freunde. Ich hoffe halt einmal. Ich habe schon meine Vorstellung quasi, wie das sein wird und wie das wird. Ich habe da schon so irgendwie meine Ideen, sagen wir mal so. Oh, Klos nehme ich mit natürlich. Klos. Ne? Klos. So, dann machen wir hier die Tür wieder zu. Tür ist zu und raus bist du. Perfekt. Aber von außen kann man sie halt nicht zusperren, aber meine Güte. So einen Beutel hätte ich auch gerne, weil da kann man nämlich die Beeren sammeln, die man hier hat. Und dann kann man die Beeren nämlich essen. Im gesammelten Zustand. Und muss nicht immer so Beeren sammeln gehen. Baum fällt in die gewünschte Richtung. Wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, das ist eh klar, weil wir jetzt ein bisschen viel zum Abholzen haben. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Bäumchen hier in der Gegend. Da brauchen wir nicht allzu viel immer dumm rennen, das ist wenigstens das Schöne. Und wie gesagt, ich freue mich schon ein bisschen, wenn wir dann auf Jagd gehen und auf Wanderschaft und keine Ahnung, auf was noch alles. Und ich werde jetzt sicherlich nicht für jeden Baum hin und her rennen, ich werde jetzt ein bisschen was abholzen. Wir werden schon die Bäume finden, wieder die Baumstämme, wohl wenn sie wegrollen. Und wenn wir einen nicht haben, dann meine Güte, da winkt die Welt auch nicht unter. Aber dieses Springen, draufspringen, das funktioniert nicht mehr so gut. Das hat früher mal gut funktioniert, aber jetzt irgendwie. So, da haben wir das erste Fensterli. Da haben wir das zweite Fensterli. Ah, siehst du mal, hier ist er reingerollt. Da haben wir auch noch einen liegen.
Na, geht ja schnell. Geht Gott sei Dank schnell. Und hier kommt man nicht rein, das ist gut. Wie gesagt, sobald man eine Türe zusperren kann, kann man ja Türen machen, so viel man will. So, sonst noch irgendwo ein Baumstamm? Nein. Ist ja sehr gut, dass man die Türen dann zusperren kann, weil dann kann man ja so viele Eingänge machen oder Ausgänge machen, wie man will. Weil früher hat man die Türen nicht zusperren können, das weiß ich nämlich. Und das sind ja hin und wieder die Eingeborenen dann auch durchgekommen. Das waren solche Schenken damals, falls ihr erinnern könnt. Und das war halt dann blöd, ne? Weil, wie gesagt, okay, du bist halt schnell reingekommen und hast dich und ja, bist halt schnell reingekommen. Das war der einzige Unterschied. Aber die Eingeborenen natürlich sind auch leicht durchgekommen, ne? Wenn sie sich durchgepackt haben. Ja, im Prinzip, die haben genauso das, ja, den Mechanismus, sag ich jetzt einmal, so wie du jetzt da einfach durchgehen müssen. Und sie sind schon durch, ne? Das ist halt das Problem gewesen damals. Aber heute, jetzt geht's ja. Wenn man es zusperren kann, geht es. Und wenn es vor allem auch wirklich haltet und dicht bleibt, dann passt das. So, jetzt werden wir ein bisschen abholzen hier. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es doch noch ein bisschen länger dauert. Ich will mich nur richtig vorbereiten, denn wir sind schon einmal geschnappt worden und noch einmal bedeutet unser Tod. Und das will ich natürlich nicht. Ich will jetzt da nicht sterben, beziehungsweise von kompletten Null anfangen wieder. Weil das wäre zu schade. Ah, hier ist wieder eine Tür, genau. Ich habe jetzt auch nicht abgezählt, zwei Fenster und okay, hätte ich machen können irgendwie. War nur hier und dann machen wir hier die Türe rein, würde ich sagen. Dann haben wir drei Fenster hier und eins, zwei, ja, drei Fenster, okay, dann ist sie hier symmetrisch. Wenn wir schon bei Symmetrie sind, ne, Freunde, dann machen wir das auch gleich richtig. Oh, Stickies brauche ich hier wieder, okay, perfekt. Ja, stimmt, habe ich ja vier verbraten vorher beim Lagerfeuer da oben. Ich muss halt jetzt nur aufpassen, damit wir genug zum Essen haben und dass ich nicht die ganzen Snickers aufessen tue oder die Bounties oder keine Ahnung, was halt das ist. Das will ich natürlich nicht. Ich habe hier irgendwo einen Einheimischen gerade gehört. Oder war ich das? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keinen gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen sagen. Aber die Knochenrüstung, die macht es schon ganz schön schick, ja. So, den haben wir sich auch noch da drüber. Dann können alle runterrollen, so feuchtfröhlich wie sie sind. Und zum Regnen hat es auch aufgehört, das ist schön. Jetzt haben wir Gatsch genommen. Nehmen wir noch einmal Gatschi auf, dann sind wir noch mehr unentdeckter, glaube ich zumindest, dass man dann unentdeckt bleibt oder mehr unentdeckter, mehr versteckter, sage ich jetzt einmal. Da ist auch noch einer, na guck mal, soweit, na gut. So, dann haben wir noch zwei hier, zack, zack, dann haben wir gleich die Türe hier. Kann ich die Tür hier auch gleich zumachen? Perfekt. So, die Tür ist symmetrisch. Oh, hier haben wir noch einen Baumstamm. Hoppala, habe ich gar nicht gesehen. Haben wir sonst noch Baumstämme? Nein. Okay, so, ist die Türe wenigstens symmetrisch irgendwie? Nein, aber die Türe war mir ehrlich gesagt wurscht hier, weil die wollte ich nämlich gleich hier beim Aufgang haben. Und hier 1, 2, 3 Fenster, dann haben wir die Tür und dann 1, 2, 3 Fenster. Okay, hier passt's. Und hier drüben haben wir drei Fenster, eine Tür und dann zwei Fenster. Okay, das wäre sich das sowieso nicht anders ausgegangen. Gut. Na schauen, wir brauchen nur noch 88 Bäumchen. Also das geht doch eigentlich. 160, glaube ich, oder sowas haben wir braucht. Wir haben nur noch 88. Also das ist ja eigentlich, das geht ja eigentlich recht flott, würde ich mal sagen. Ne? Ist ja eigentlich nicht einmal so wild. Und dann sind wir fertig eingezäunt auch, ne? Und Besuch haben wir bis jetzt auch keinen gehabt. Eigentlich schade, weil... Ja, wegen der Knochenrüstung, ne?
Ich meine, ich hätte schon gerne ein bisschen auch Besuch gehabt, weil dann hätte ich wenigstens ein paar Knochen noch gehabt. Und dann hätte ich meine Rüstung noch ein bisschen verbessern können. Aber ja, ich meine, solange sie uns nicht stören, soll mir das auch recht sein. So, der ist eh zugesperrt. Jawohl, perfekt, perfekt. Na, das wird eine Traumbasis, meine Freunde. Die gefällt mir jetzt schon. Die gefällt mir jetzt schon. Wenn da noch auf überall Stacheln drumherum sind, dass sie ja nicht dass die ja nicht zubekennen, auf gut österreichisch gesagt, ne? Dass die ja nicht zu uns hindurchdringen können, auf gut deutsch gesagt, dann würde das direkt geil werden. So, dann machen wir noch die Mauer hier. Und unten dann, ja, keine Ahnung, hier würde ich mal so sagen, hier irgendwie machen wir eine Plattform oder sowas. Oder ohne Plattform, ich weiß es nicht, wie wir das machen. Irgendwie machen wir das schon, dass wir dann, ja, unsere ganzen Sachen hier unterbringen, weil, ich meine, groß genug ist ja das jetzt, das sage ich jetzt einmal, ja. Klein ist ja das jetzt nicht mehr, unser Unterschlupf. Ist schon relativ groß geworden. Und ja, in der nächsten Folge würde ich mal sagen, dann basteln wir das in der nächsten Folge weiter. Fertig, sage ich jetzt einmal, und dann das Drying Rack noch und ein paar andere Sachen, was wir halt so brauchen. Und ja, und dann sind wir eigentlich eh schon so weit fertig, mal, dass wir eigentlich auf eine große Expedition oder Wanderschaft gehen könnten. Haha, voll durchs Fenster durchgeschossen. So, na gut, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter gehen. Das macht aber nichts. Zack und zack. Dann machen wir einfach die andere Seite hier weiter. Vielleicht baue ich mir auch einen Lokschlitten. Ja, das könnten wir wirklich noch basteln. Einen Lokschlitten. Moment kurz. B. Machen wir noch schnell einen Lokschlitten. Wo ist denn der? Fallen? Nein, nein, okay, das ist da hinten. Hier, nein, hier, Logsled. Okay, gut, da brauchen wir ein paar Stickies noch. Soll ja, ist ja kein Problem, hier wachsen eh genug Bäumchen, die Stickies geben. Gott sei Dank, ne? So, 5 Stück noch. Machen wir den hier noch weg. Und den hier vor unserem Haus. Perfekt. So. Und fertig ist er. Warte mal, die Farbe ändere ich gleich von dem. Ja, machen wir das rosa. Ja. So. Und wir haben einen Schlitten, mit dem können wir dann eigentlich bis zu 11 Baumstämme umherum schleppen. Mit E lassen wir den wieder los. Das probieren wir gleich. Tun wir gleich einen Baum abholzen, geben gleich das alles da drauf, fahren in unsere Basis. Ja, und da muss ich eigentlich eh schon die Aufnahme beenden, denn ich habe nämlich nicht so viel Zeit gehabt, denn das Ganze muss noch gerendert werden, bearbeitet werden, und ja, und dass dann morgen eine Folge erscheint rechtzeitig, ne? Wie gesagt, ich will jetzt wieder schauen, dass wir rechtzeitig immer Videos haben, ne? Jeden zweiten Tag will ich gucken, dass ich da wieder ein System reinbekomme. So, da haben wir noch ein bisschen Stickies. Die sammeln wir natürlich auf, ne? Das ist klar. Die sind ja wichtig. So. Und dann nehmen wir den und fahren damit mal in unsere wunderhübsche Basis.
So, bleiben wir da mal kurz stehen. Gehen wir mal dann kurz rauf. Zack. Und bewohnen einmal das Werk. Ja, ich würde schon sagen, das ist schon gut geworden, oder? Ja, na gut. Dann hüpfe ich einmal hier auf die Brücke hier drüber. Na schau, Wasser ist ja auch drinnen. Man kann trinken, das ist gut. Brauche ich jetzt aber nicht, weil ich bin eh voll. Hier haben wir noch unser Kabinett, in unserer zwei stehen, mit den Medikamenten, mit den Club-Sodas und mit dem Essen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal auf C für Speichern und dann würde ich mal sagen, ich mache ein kurzes Aufnahmepäuschen. Jo, und sage mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Dann werden wir hier, ja, hoffentlich die Mauer ringsrum fertig gezogen haben. 76 Loks fehlen uns ja noch, das ist ja gar nichts. Und dann werden wir hoffentlich dann nach ein paar Kleinigkeiten noch, was wir machen müssen, auf Expedition gehen können. Darauf freue ich mich schon. Jo, meine Freunde, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal kurz pennen, damit ich das in der nächsten Aufnahme nicht machen muss. Gehe nochmal kurz auf Speichern. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, meine Freunde. Tschüss.